Bei Ausgrabungen in Taposiris Magna, einer antiken Stadt im Norden Ägyptens, entdeckten die Archäologin Kathleen Martinez und ihr Team einen ausgedehnten Tunnelkomplex, der sich über mehr als 1,2 Meter erstreckte. Tatsächlich fanden sie ein großes religiöses Zentrum mit 3 Schreinen und mehr als 1500 Artefakten, darunter Büsten, Statuen und Goldmünzen. Der faszinierendste Fund war jedoch ein Tunnelkomplex, der zu versunkenen Strukturen führte. Die vielen Erdbeben, die die Region im Laufe der Jahrhunderte heimgesucht haben, könnten die Ursache für die Bodensenkung gewesen sein, doch die Archäologin glaubt, endlich Kleopatras verlorenes Grab entdeckt zu haben. Wenn das stimmt, wäre dieser Fund der bedeutendste des 21. Jahrhunderts. Kleopatra, die letzte altägyptische Königin mit königlicher Macht, regierte von 51 vor Christus bis 30 NCHR und bleibt eine rätselhafte Figur. Nach allem, was wir wissen, war sie eine außergewöhnliche Frau, reich und mächtig wie keine andere. Kleopatra bestieg im Alter von 18 Jahren den Thron und sprach 9 Sprachen. Er studierte Politik, Wirtschaft und Mathematik. Kurz gesagt, sie war eine intelligente und herausragende Politikerin, eine der ersten einflussreichen Frauen in der Geschichte, wenn nicht sogar die erste. Und wenn man über Kleopatra spricht, ist es natürlich unvermeidlich, ihre Schönheit zu erwähnen. Allerdings gibt es ein Problem, die meisten Informationen über die Königin stammen von den Römern, die sie als Rivalin betrachteten. Stellen Sie sich vor, dass Ihr eifersüchtiger Kollege oder Ihr unangenehmer Nachbar Sie charakterisiert. Wie wahr wäre es? Das gleiche geschah mit Kleopatra. Allerdings fanden die Römer nie das Grab der Königin selbst. Der Legende nach versuchte Kleopatra, alle zu täuschen, indem sie ihre letzte Ruhestätte versteckte, damit sie nie entdeckt würde, und wenn man bedenkt, dass das Grab noch nicht gefunden wurde, könnte ihr das gelungen sein. Mit der Entdeckung von Taposiris Magna könnte sich dies jedoch bald ändern. Wenn die Tunnel zu einem Grab führen, könnte es Kleopatra und ihrem Ehemann Marcus Antonius gehören. Laut Plutarch beging Marcus Antonius Selbstmord, als Octavian Augustus mit seinen römischen Armeen in Ägypten einmarschierte und Alexandria eroberte, indem er in sein Schwert fiel und starb in den Armen von Kleopatra, die später neben ihm im Mausoleum begraben wurde. 2 Wochen später ereilte Königin Kleopatra das gleiche Schicksal, um ihm Tribut zu zollen, und wurde von einer Giftschlange gebissen. Eine tragische Liebesgeschichte und so. Bisher wurde kein weiteres Grab eines Herrschers aus der Ptolemäischen Dynastie gefunden, also derjenigen, die Ägypten nach Alexander dem Großen regierten. Alle Gräber sollen sich im palastartigen Viertel von Alexandria befinden und scheinen, genau wie der Rest der Gegend, überflutet zu sein. Das Meer hat sie einfach verschluckt. Wenn die Grabstätte von Kleopatra und Antonius entdeckt wird, werden die Archäologen mindestens Jahrzehnte damit beschäftigt sein. Wir werden mehr Informationen über sein Erscheinen und seinen Tod erfahren und im besten Fall viel mehr über sein Leben und grundsätzlich auch über die damaligen ägyptischen Bräuche erfahren können. Die neuesten Informationen über Kleopatras angebliches Grab wurden im November 2022 veröffentlicht, daher ist immer noch unklar, was Wissenschaftler gefunden haben. Und wir wissen auch nichts über Kleopatra, wir haben keine Ahnung, wie er genau aussah. Natürlich wird die Königin ständig als schöne Verführerin dargestellt, als die Frau, für die Männer bereit wären, ihr Leben zu opfern. Archäologische Beweise deuten jedoch darauf hin, dass dieses Bild möglicherweise nicht ganz korrekt ist. Die letzte erhaltene Quelle ist eine etwa 2000 Jahre alte kleine Silbermünze, die eine ägyptische Königin mit kleiner Stirn, spitzer Nase, schmalen Lippen und unschönem Kinn zeigt. Ja, in 2000 Jahren haben sich die Schönheitsstandards stark verändert, aber selbst nach antiken Maßstäben galt Kleopatra nicht als schön. Das allgemein akzeptierte Bild von Kleopatra ist das einer wunderschönen Herrscherin, die von römischen Politikern und Generälen verehrt wird. Es scheint jedoch, dass die Darstellung von Kleopatra als schöne Verführerin weitgehend eine spätere Erfindung ist. Römische Schriftsteller erzählen uns, dass Kleopatra intelligent und charismatisch war und eine verführerische Stimme hatte, über ihre Schönheit erwähnen sie jedoch nichts.
Historiker haben kein königliches Porträt, um über ihr Aussehen zu spekulieren. Am nächsten kommen ägyptische Münzen und Reliefs, die wahrscheinlich nicht genau sind und ihren Untertanen gefallen sollen, und Marmorbüsten, die, um es ganz klar auszudrücken, keine sehr zuverlässige Quelle darstellen. Moderne Gelehrte bezweifeln zu Recht, dass Kleopatra allein aufgrund ihrer Schönheit ihr Land regieren und Bündnisse schließen konnte. Die Königin war bemerkenswert intelligent und kultiviert und beherrschte die Kunst der Manipulation. Historiker konnten nicht akzeptieren, dass eine Frau schlauer war als ihre männlichen Zeitgenossen, deshalb führten sie ihren Erfolg auf ihre Schönheit zurück. Allerdings achtete Kleopatra auf ihr Aussehen. Eine der ihm zugeschriebenen Behandlungen ist das Baden in Eselsmilch. Es heißt, dass dies die Haut weicher und weißer machte und Falten beseitigte. Das scheint ziemlich fragwürdig, aber hey, die alten Ägypter waren keine Kosmetikexperten. Darüber hinaus glauben Wissenschaftler, dass sie das von Kleopatra verwendete Parfüm nachgebildet haben. Möglich wurde dies durch eine ausgeklügelte Röntgenfluoreszenztechnik. Mit dieser Technik konnten Wissenschaftler die Moleküle analysieren, die in den von der Königin verwendeten Parfümflaschen vorhanden waren. Nach zahlreichen Experimenten gelang es ihnen, einen angenehmen Duft mit Noten von Myrrhe und Zimt und anderen verwandten Zutaten zu erhalten. Obwohl es dem Originalduft von Kleopatra nicht zu 100% treu ist, kommt es ihm doch recht nahe. Es ist erwähnenswert, dass das Baden in Eselsmilch nicht die seltsamste Praxis unter ägyptischen Herrschern ist. Pharao Pepi II. Regierte von etwa 2300 bis 2206 vor Christus und bestieg den Thron bereits im Alter von 6 Jahren. Natürlich wurde Pepi in dieser Zeit größtenteils von seiner Mutter regiert, aber er war noch ein Kind, das über ein riesiges Königreich herrschte. Wie Sie sich vorstellen können, führte dies zu Spannungen und es schien, als wäre Pepi ziemlich verwöhnt. Kurz nachdem er Pharao geworden war, schrieb ein Entdecker namens Harut einen Brief an Pepi, in dem er ihm mitteilte, dass er einen tanzenden Zwerg getroffen hatte. Pharao reagierte wie jedes Kind und war erfreut. Historikern zufolge verfasste er eines der humansten Dokumente, die bis heute erhalten sind. Im Jahr 2006 wurde in Venedig, Italien, unter mittelalterlichen Pestopfern die Leiche einer Frau aus dem 16. Jahrhundert entdeckt. Bei Ausgrabungen wurde festgestellt, dass ihm nach seinem Tod ein Ziegelstein in den Mund gesteckt worden war. Nein, es war kein Spott über die Toten, sondern das Ergebnis des Glaubens an Vampire. Im Mittelalter glaubten die Menschen an verschiedene Schrecken, die sich nach dem Tod ereigneten, hauptsächlich weil der Zersetzungsprozess nicht gut verstanden wurde. Wenn beispielsweise der menschliche Magen zusammenbricht, sondert er eine dunkle, reinigungsähnliche Flüssigkeit ab. Diese blutähnliche Flüssigkeit kann frei durch Nase und Mund einer Leiche fließen. Da bei Pestepidemien häufig Gräber und Massengräber ausgehoben wurden, um neue Leichen hineinzulegen, wurden italienische Totengräber Zeuge dieser verwesenden Überreste. Wenn etwas Blutähnliches aus dem Mund einer Leiche strömte, glaubte man zweifellos, dass es sich um einen Vampir handelte. Darüber hinaus drang manchmal Flüssigkeit in das Leichentuch in der Nähe des Mundes der Leiche ein, was dazu führte, dass sich das Tuch am Kiefer kräuselte. Dies könnte dazu führen, dass der Stoff reißt und der Eindruck entsteht, dass die Leiche an ihrem eigenen Leichentuch kaut. Einige glaubten, dass Vampire die Pest auf diese Weise verbreiteten, indem sie auf dem Leichentuch kauten und so Menschen infizierten. Fragen Sie nicht, wie es funktioniert, sondern gehen Sie zu einer Hexe. Nun, während der Hexenmeister dorthin ging, wurde dem Vampir normalerweise ein Ziegelstein in den Mund gelegt. Es wurde angenommen, dass dies die Ausbreitung der Krankheit stoppen würde. Und da wir gerade über Hexen sprechen, werfen wir einen Blick darauf, wie es in Polen war. Polen hat eine lange Geschichte im Kampf gegen Vampire, wie aus verschiedenen Vampirbestattungen hervorgeht. Diese Art von Bestattungen sind leicht zu erkennen, da wie in Ägypten Sicheln um den Hals gelegt oder Steine in den Mund gelegt werden. Die Idee ist ganz einfach, wenn ein Vampir versucht, sich zu erheben, schneidet ihm die Sichel den Kopf ab und der Stein verhindert, dass sich der Bösewicht von ehrlichen Menschen ernährt. Der alten Überlieferung zufolge haben sie offenbar die Fähigkeit verloren, ihre Hände zu benutzen.
Ein Mensch lief Gefahr, nach seinem Tod zum Vampir zu werden, wenn er nicht getauft war, einen gewaltsamen Tod erlitten hatte, während einer Epidemie gestorben war oder weit von seinem Wohnort entfernt gestorben war. Ich bin mir nicht sicher, ob die vampirischen Eigenschaften verstärkt wurden, wenn mehrere Faktoren gleichzeitig zusammentrafen. Die bei den Vampirgräbern in Polen gefundenen Menschen waren Einheimische und offenbar Opfer einer Choleraepidemie. Ich schätze, die Leute konnten doch nicht herausfinden, wer zuerst gestorben ist, und beschlossen, sich zu vergewissern.